Hallo und herzlich willkommen bei den Videokassettenkindern. In diesem Video möchte ich euch das Mediabuch von Return of the Living Dead Teil 2 vorstellen. Oder wie er bei uns im Kino hieß, Toll trieben es die wilden Zombies. Dieses wurde am 11.11.2023 von PlayOn Pictures veröffentlicht. Als Cover haben wir hier die Variante B mit einem Shop-exklusiven Cover. Links seht ihr Cover A mit dem alten Kinoplakatmotiv. Hier einmal an der Buchrücken und die Rückseite. Dort sehen wir einige Szenenfotos, die Inhaltsangabe sowie auch die technischen Daten. Als Extras bekommen wir hier 3 Audiokommentare, mehrere Interviews, mehrere Featurettes, ein Behind-the-Scenes, Trailer sowie auch eine Bildergalerie. Hier dann einmal auch das Cover aus der Nähe. Und die Rückseite. Hier haben wir dann einmal die Blu-ray vom Film, dahinter die Schwärze der Nacht, rechts den Titelschriftzug, da die Extras Blu-ray und auch dahinter die Schwärze der Nacht. Dann wollen wir jetzt einmal durch das 20-seitige Booklet mit einem Text von Daniel Wagner blättern, wo wir einiges über die Entstehungsgeschichte von Return of the Living Dead Teil 2 erfahren, der weniger eine Fortsetzung als mehr ein Remake ist, mit weniger Horror, dafür mit mehr Humor. Und PlayOn untypisch haben wir hier sogar relativ viel Aushangfotos bzw. Szenenbilder. Return of the Living Dead Teil 2 ist ein amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 1988, der von Ken Wiederhorn inszeniert wurde. Der Film mischt geschickt Horror und Comedy und ist bekannt für seinen schwarzen Humor, seine Splatter-Effekte und seine Hommage an klassischen Zombie-Filmen. Die Handlung spielt einige Zeit nach den Ereignissen des ersten Films und dreht sich erneut um eine Gruppe von Menschen, die mit den lebenden Toten konfrontiert werden. Hier fällt ein uns altbekannter Container von einem Militärtransporter, wird aus Versehen geöffnet, es entweicht Gas und lässt die Toten in der näheren Umgebung wieder zum Leben erwachen. Die untoten Zombies beginnen sich rasch zu vermehren und machen Jagd auf die lebenden Menschen in der Stadt. Ed, Joey und eine Gruppe von Jugendlichen, darunter Jesse und Brenda, werden unfreiwillig in die verzweifelte Schlacht ums Überleben verwickelt. Gemeinsam müssen sie sich den hirnlosen, aber gefährlichen Zombiehorden stellen und einen Weg finden, das Chaos zu beenden, bevor es zu spät ist. Return of the Living Dead 2 steht im starken Kontrast zum ernsteren Ton des ersten Films. Regisseur Ken Wiederhorn entschied sich halt, mehr auf Comedy und schwarzen Humor zu setzen, was dem Film eine leichtere und oft absurd komische Atmosphäre verleiht. Die Dialoge und Handlungen der Charaktere sind oft überspitzt und dienen dazu, das Publikum zum Lachen zu bringen, während es gleichzeitig in einer Welt voller Zombies und Horror eingeführt wird. Der Film ist ein unterhaltsamer und amüsanter Horrorklassiker, der trotz seines geringen Budgets und seiner weniger ernsten Handlung in der Filmgeschichte einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Die Kombination aus Splatter-Effekten, skurrilen Humor und klassischen Zombie-Elementen hat den Film zu einem beliebten Genrebeitrag gemacht. Wir haben hier die Fortsetzung des Kultklassikers Return of the Living Dead von 1985. Der erste Film war eine düstere und originelle Interpretation des Zombie-Genres und prägte den Begriff Zombie-Komödie. Der Regisseur Dan O'Bannon führte beim ersten Film Regie und war auch für das Drehbuch verantwortlich. Für die Fortsetzung Return of the Living Dead Teil 2 kehrte der Produzent Tom Fox zurück und engagierte Ken Wiederhorn als Regisseur und Drehbuchautor. Wiederhorn hatte bereits Erfahrung im Genre
der zuvor den Horrorfilm Shockwaves inszenierte. Obwohl auf dem gleichen Konzept basierend, unterscheidet sich der zweite Teil vom ersten in wesentlichen Punkten. Während der erste Film eine düstere und nihilistische Stimmung hatte, entschied sich Wiederhorn für eine komödiantischere und humorvollere Herangehensweise, die bei einigen Fans kontrovers aufgenommen wurde. Einige bevorzugten den ernsteren Ton des Originalfilms, während andere den schwarzen Humor und die Absurdität des zweiten Teils schätzten. Dementsprechend erhielt auch der Film bei seiner Veröffentlichung gemischte Kritiken. Aber trotzdem, oder vielleicht auch gerade deshalb, erreichte er einen gewissen Kultstatus und wurde zu einem Favoriten für Genrefans. Die Kombination aus Horror und Comedy machte den Film für ein breiteres Publikum zugänglich. Und seine humorvolle Interpretation des Zombie-Genres war in den 80er Jahren ein Novum. Nicht umsonst hat der Film eine treue Fangemeinde und ist bei Fans von Zombie-Filmen und auch klassischen Horrorkomödien sehr beliebt. Und damit bedanke ich mich für euer Interesse. Lasst gerne ein Abo oder Like da. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ciao!